Es gab Amateurfilme, die sich nicht nur auf die Familie beschränkten. Sie drehten in den Städten oder was davon noch übrig geblieben war. Deutlich erkennbar die allgemeine Aufbruchstimmung. Der Kameramann suchte überwiegend das Angenehme, die schöne heile Welt. Zerstörungen wurden eher nebenbei aufgenommen. Heimkino sollte Spaß machen und keine unangenehmen Erinnerungen wecken. Das passte genau in den Zeitgeist. Die optimistisch zensierten Kinofilme formten die deutsche Eigenwahrnehmung. Bis hin zum Heimkino. Das zurechtgebügelte Saubermann-Image von den Galionsfiguren der Leinwand vorgespielt, wurde bereitwillig übernommen. Und was nicht sein durfte, wurde ausgeblendet. Auch die pulverisierten Großstädte bekamen eine neue Fasson. Noch nicht so richtig geteilt, entfaltete sich Deutschland mit gleich zwei Weltanschauungen. Die einen schworen auf Stars and Stripes, die anderen auf Hammer und Sichel. In keiner anderen Stadt war das mehr zu spüren als in Berlin. Politisch gesehen ein Pulverfass. Das alte Berliner Stadtbild war weitgehend zerstört. Und was die Bomben und Granaten nicht geschafft hatten, übernahmen die Abrissbirnen. Nur wenige markante Gebäude überstanden das Auswahlverfahren der neuen Stadtplaner. Mit Ach und Krach entledigte man sich, wie überall, seiner jüngsten Vergangenheit. In der sowjetisch besetzten Zone wurde der Wiederaufbau sogar zum Klassenziel. Man könnte meinen, mit der Fertigstellung des kolossalen Prestigebauprojektes der repräsentativen Stalinallee hätte er in der DDR geendet. Doch die Architekten der DDR animierten später zu weiteren baulichen Höchstleistungen. Nachdem die letzten Trümmer geräumt waren und Berlin sich langsam an sein neues Gesicht gewöhnte, tasteten sich die Einwohner vorsichtig an die neu gewonnene Freizeit heran. Diese Aufnahmen entstanden auf Normal-8-Farbmaterial in den frühen 50er Jahren. Unbekümmerte Ausgelassenheit auf der Havel. Weltoffen, modern, glamourös. So präsentierten sich beide Teile Berlins gerne. Die Berlinale verlieh dem westlichen Sektor einen Hauch von internationalem Flair, Filmpremieren und Prominenz, wohin man auch blickte. Man rühmte sich damit, mehr Stars als Sektoren in der Stadt zu haben. Im Bild die junge Hildegard Knef. Die Stadt pulsierte, rastlos, keine Sperrstunde. Das Messegelände an der Masurenallee, das Wirtschaftswunder kurz vor seinem Höhepunkt. Technik, Forschung, Zukunftsmusik. Berlin eine einzige Wolke. Man war wieder wer. Tanz auf der Atombombe. Und auf einmal Ost und West. Lange war ein Sektorenwechsel möglich.
Zwar hatte niemand jemals in Erwägung gezogen oder die Absicht gehabt, eine Mauer zu errichten, aber über Nacht war sie da. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit ist diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für das Ostbaugewerbe entstanden. Nun hatte Berlin nicht nur Sommersprossen, eine lange Narbe kam dazu. Dieser Schönheitsfehler verlieh der damals alten Hauptstadt geradezu magische Anziehungskraft. Ob Präsidenten oder gekrönte Häupter, ob Familie oder Geschäftsreisende, das Bollwerk gegen den Kapitalismus durfte auf keinem Besichtigungsprogramm fehlen. Denn bekanntermaßen gab es auf der anderen Seite des Brandenburger Tores viel zu sehen. Azurblaue Hemden und allerlei Kriegsspielzeug vom großen Bruder. Im Westteil sah man derartiges Imponiergebaren eher selten. Hier konzentrierte man sich voll und ganz auf die nächste Urlaubssaison und was man da wohl so tragen würde. Die bedrückende Enge der Vier-Sektoren-Stadt schlug schon bald auf das Gemüt. Die Enklave im Herzen der Ostzone platzte aus allen Nähten. Die Westberliner nutzten daher jedes Wochenende, jeden Feiertag, um via Transitstrecke ihrer Stadt den Rücken zu kehren. Niedersachsen wurde zum Eldorado für die klaustrophobischen Insulaner. Das ehemalige Zonenrandgebiet entlang der deutsch-deutschen Grenze, verkehrsberuhigt und verschlafen, war denkbar gut geeignet, den Erholungssuchenden Asyl zu gewähren. Hier schien die Zeit stehen geblieben zu sein. Hier war man begrenzt Zaungast des Kalten Krieges. Besonders beliebt war das verträumte Wendland mit seinen historischen Rundlingsdörfern. Das Alltagsleben in Deutschland. Arbeit und Familie bestimmten den Tagesablauf. Vielerorts dachte man im Traum noch nicht daran, einen Urlaub zu planen. Häuslebau stand, besonders im Westen, hoch im Kurs. Mit Parteiinszenierungen und staatlich vorgeschriebenen Freizeitaktivitäten versuchte man in der DDR, die neue Volkskrankheit mit der Diagnose Fernsucht einzudämmen. Von ihr schienen alle Deutschen mittlerweile befallen zu sein.